Noch etwas unsicher auf den Beinen und doch neugierig tapst der Rentiernachwuchs durch das Gehege. Das kleine Mädchen ist gerade einmal 2 Wochen alt und ist der Nachwuchs von Finny und Rudolf, den beiden hallischen Rentieren, vielen bekannt vom alljährlichen Weihnachtsmarkt. Vater Rudolf kann seinen Nachwuchs erst einmal zwar nur aus einem anderen Gehege heraus bestaunen, doch das Kleine erhält dennoch viel Liebe von Mutter Finny und Ziehvater Heinz-Peter Pink, der während der Geburt zwischenzeitlich sogar als Hebamme zur Stelle war. Die hat ein bisschen rumgedruckst und mit den Beinen gestrampelt. Dann guckte das Kleine auch hinten schon ein bisschen raus, aber eben nur die Beine. Und deshalb habe ich erst mal gewartet, ne? Mach's erst mal nicht, vielleicht funktioniert es von alleine. Aber es ist eben nicht weitergegangen, der Geburtsvorgang. Naja, und dann habe ich mir den Ärmel hochgekrempelt. Was wollen sie denn machen? Ja? So. Und nun das Ergebnis sehen sie. Ein stolzes Ergebnis. Mit seinen 2 Wochen bringt das kleine Rentiermädchen bereits 13 Kilo auf die Waage. Ist etwa 60 Zentimeter hoch und etwa einen knappen Meter lang. Toll, toll. Ja, weil es eben ganz selten ist, dass Rentiere in Gefangenschaft sich erst kennenlernen und es dann auch gleich miteinander klappt. Jeden Tag aufs Neue wird das Jungtier gewogen und somit die Entwicklung der Kleinen kontrolliert. Wenn das jetzt ja so am Grün mal mit rumknabbert, das macht es mehr so oder weniger als Spielerei. Ja? Also es nimmt ganz, ganz wenig feste Nahrung auf. Also die Mutter, die hat auch ein schönes Euter, wie eine Kuh, 4 Zitzen. Also kann man sich jeden Tag an einer anderen Deka was aussuchen. Ja? Das ist, und diesmal hat sie auch wirklich genug Milch. Weil vorst Jahr hat man auch das Problem, dass die Mutter nicht genug Milch gehabt hat. Das kleine Rentier ist also ein Mädchen, entwickelt sich prächtig und ist wahnsinnig neugierig. Doch wie heißt der Nachwuchs eigentlich? Finny Hannele. So, nun wollen wir Finny Hannele aber in Ruhe lassen. Es war halt doch heute ganz schön aufregend für sie.